Aha. Muss mir wahrscheinlich erst einrufen, damit wir uns. Mit der Zielhilfe oder mit ohne Zielhilfe, Nadine? Also ich habe es mit angemacht bei mir. Muni. Ach, mit Ausweichen, okay. Na, die Steuerung ist halt wie beim ersten Teil, ne? Headshots sind Liebe, genau. Der hat nix Money. Genau, Nahkampf. Erstmal schön drauf auf die Kauleiste, ne? Wo ist dieser Pass? Okay. Es kann nicht mehr weit sein. Na na, ist gleich vorbei. Ist gleich vorbei, meine Gutste. Und knack. Jetzt dachte ich, hier steht eine PlayStation rum. Würde mich nicht wundern bei The Last of Us. Ah, Weiko ist fürs Team Abby. Knack. Jetzt haben wir auch das Donnerkrollen bei den Zombies, aha. Knack. Na, finde ich auch, Abby. Finde ich auch. Erstmal schön hinterrücks erdolcht. Vor allem bei Abby macht das Knack. Bei Joel hat er eigentlich nur die Zombies immer erwürgt. Wenn er sie heimlich gekillt hat. Und Nadine, siehst du was? Diese Lootgeilheit.
und es ist alles voll. Ich hätte es ja vorhin bei dir im Stream schon erwähnt, dass ich mich bei The Last of Us infiziert habe mit der Lootkrankheit. Jetzt weißt du es auch warum. Und knack. Abby wird nicht angeknabbert. Das Wetter wird schlechter. Wo ist die Straße? Auch wenn sich die Meinungen ein bisschen auseinandergehen, Abby wird nicht angeknabbert. Wo ist die Patrouille? Wieder Ellie, love. Ellie, love. Na los, hier lang. Bin hinter dir. Vermisst du ihn eigentlich? Wie, Jesse? Nein. Ihr wart doch so lange zusammen. Hey, Jesse ist toll. Ich mag seine Eltern. Sie sind meine Familie. Aber es war nur noch Gewohnheit. Hey, warum reden wir eigentlich nie über sowas? Ich weiß nicht. Es ist irgendwie... Du hast mit mir auch nie über Cat geredet. Ja, aber... Da gibt's nicht viel zu erzählen. Wow. Ich dachte halt immer, dass du sie nicht leiden kannst. Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Okay. Ich finde, sie hat wirklich Talent. Allmählich gefällt mir sogar dein Tattoo. Mhm. Oh, das ist so nett von dir. Wann hat sie sich denn tätowieren lassen? Interessant. Klappe. Okay. Du kannst schon mal da anbinden. Da habe ich doch keinen Schimmer. Hey. Willst du was Spektakuläres sehen? Du willst doch dein Gesicht zeigen, oder? So spektakulär nun auch wieder nicht. Oh, welches Gesicht? Komm schon, Dummkopf. Jawohl, Jagdgewehrmuni.
Hier geht's lang. Wow, der Ausblick. Na, wie findest du die Aussicht? Das ist ziemlich schön. Wie im Ende vom letzten Teil kannst du ein bisschen schwenken. Wo tragen wir uns ein? Na komm. Mit wem warst du auf dieser Route? Jesse? Eugene. Klar. Oh, Eugene. Mann, der war lustig. Oh ja. Und er hat mir viel über Elektronik und so beigebracht. Auch dass wir mit 73 auch so fit sind. Auf dass wir auch 73 werden. Wir tun's mal Dina gleich. Nicht drin. Trag uns ein. Was war das hier? Das war früher ein Funkturm. Oh, Schröppchen. Und wir alle wissen ja, was wir damit tun sollen. Ich glaub's nicht, ne Bung. Hey, ich wette, die Bong gehörte Eugene. Das ist meine. Er hat sie mir geschenkt. Hey, du hast nicht zufällig Gras dabei? Eugene hatte immer was dabei. Ellie, jetzt bin ich enttäuscht. Bist eine kleine Kifferin geworden, hä? Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Na, wir tragen uns erstmal ein. Dina und Eugene, 12.8. Alles okay. 27.12. Dina und Eugene haben einen Windfall gefunden, das im Eis festsaß, rausgeholt, bringen es ins Lager, wir lassen den nächsten Posten aus. 24.1. Dina und Eugene, alles okay. 8.2. Jesse und Astrid, ein Klicker im Keller von Mountain Dew Drive. Mhm. 19.10. Tommy und Joel, alles okay. 30.11. Greg und Bonnie, alles okay. 28.12. Tommy und Joel, zwei Klicker bei der Tankstelle, erledigt. Sonst alles okay. 16.01. Greg und Bonnie, alles okay. 3.02. Chad und Willy, alles okay. Und fertig. Komm. Die Stadt ist unser letzter Halt. Schau mal. Ah, da ist die Skihütte. Das ist die auf Tommys und Joels Route.
Yep, das ist sie. Ich sehe ein Einkaufszentrum. Oh, mit dem Supermarkt? Nein, die Stadt ist dahinter. Da ist die Stadt. Mit dem großen Turm? Yep, da ist der nächste Posten. Gehen wir zurück zu den Pferden. Na gut. Frage. Hattest du die Klamotten gestern schon an? Die sind sauber. Ich sag ja nichts. Wir sind auf Patrouille. Es geht um Infizierte, nicht ums Aussehen. Siehst trotzdem gut aus. Wir sind mal runtergesprungen. Danke. Sie springt auch. Hier war ich eben nicht. Oder doch, hier, da waren wir drin. Da waren wir drin. Hey, Japan. Japan nennen sie das Pferd. Naja, jeden das seine, ne? Ach ja, Ellie. Das mit dem Pferdereiten üben wir nochmal, ne? Man sollte so sterben wie Eugene. An einem Infarkt? Nein, am Alter. Nach einem langen Leben. Du? Niemals, echt nicht. Du bist zu leichtsinnig. Musst du gerade sagen. Du wirst wahrscheinlich an Unterkühlung sterben, weil du im Schnee Stoppschuhe trägst. Ich habe heute Stiefel an. Weißt du, wie du sterben wirst? Lass mich raten. Du bringst mich um. Nein. Vielleicht. Leck mich. Hey, sehen wir uns die Häuser an? Verlassen, aber wenn du möchtest, da sind bestimmt noch Vorräte. Na, dann schauen wir noch mal. Was weißt du über diesen Ort? Ist eine normale evakuierte Siedlung. Infizierte kommen fast nie so weit hier raus. Wir fangen sie meist an der äußeren Grenze ab. Was machst du heute Abend? Ich dachte, ich sehe mir mit Joe einen Film an. Oh. Ist alles klar? Ja. Na, einen Film anzuschauen, das ist doch nichts Falsches. Wie kleine, fahrende Häuser. Meinst du, die Leute sind viel mit sowas verreist? Natürlich. Oh. Würdest du nicht? Ich meine, hätte ich vor dem Ausbruch gelebt, klar. Ich würde das ganze Land bereisen. Oder in ein anderes Land. Vielleicht eines Tages. Ach, träum weiter. Es ist schon ein bisschen seltsam. Sie hat viel über Kanada geredet. Er sagt, da gibt es diese riesigen Wasserfälle, die er unbedingt sehen will. Wirklich? Er ist doch total der Jackson-Typ. Jeder hat seine Träume. Ellie schiebt der Ding hintern da durch. Was für einen Film wollt ihr gucken? Worauf steht Joel? Curtis und Viper 2. Den habe ich schon länger auf meiner Liste. Mhm. Oh, wow. Er mag diese schlechten 80er-Action-Filme. Da fährt er voll drauf ab. Oh nein. Mir gefallen sie tatsächlich auch.
Was ist mit dir? Was machst du nachher noch? Ein paar Leute wollen sich wohl rausschleichen. Zum Schlitten fahren. Das klingt gut. Ja. Wollen wir uns danach treffen? Okay. Vielleicht spiele ich Gitarre für dich. Okay. Also man kann die Pferde nicht holen. Geht es bei Curtis und Viper 2? Okay, also zwei abtrünnige Kommandos kämpfen gegen die Bösen. Und ich glaube, in diesem kämpfen sie gegen russische Spione oder so. Das interessiert mich mehr, als ich gedacht hätte. Fix mal das Getränk gewechselt, meine Freunde. Verdammt. Ich glaube, es wird kälter. Das scheint frisch zu sein. Was zur Hölle? Stinkt. Das waren bestimmt Infizierte. Aber wie viele, wenn sie einen echt klein kriegen? Mehr als einer. Wo zum Teufel stecken? Los, wir suchen sie. Oh, das ist ziemlich frisch. Die können nicht weit weg sein. Das ist ziemlich frisch. Das sieht frisch aus. Das spiegelt sich noch richtig im Schnee. Shit. Da sind welche drin.